Herzlich willkommen zurück zur Let's Play Formel 1 2013 und wir sind in Suzuka, na voila, ja voila. Ja, wir haben in Suzuka Freitag Regen, Samstag Sonnenschein, Sonntag Regen. Ganz ehrlich, ich weiß noch nicht, auf was für ein Setup gehe. Aber erstmal was anderes, wir haben Vertragsangebote von Caterham oder Marussia. Also heute ist Büro nach, ich glaube, diese Verträge können wir abbrechen. Marussia und Caterham, wer will denn da hin? Also, wir fahren ja schon bei Ferrari in dem Sinne. Also, daher sind die Verträge, glaube ich, hinfällig. Ja, ich würde sagen, ab geht's, Leute. Ab nach Suzuka zum freien Training. Ja, was jetzt wirklich die Sache ist, wie viel Regen haben wir im Rennen? Haben wir wirklich Regen? Wenn wir wirklich Regen haben, dann können wir richtig auf Regensetup geben. Haben wir keinen Regen, dann haben wir natürlich die Arschkarte. Ja, hier im Training haben wir auf jeden Fall Regen. Und das mal gar nicht von schlechten Eltern. Das muss ich jetzt wirklich mal sagen. Ja, gute Frage, nächste Frage, wenn ich gerade ganz ehrlich bin. Was wir jetzt wirklich machen. Wir gucken uns jetzt hier nochmal ganz kurz den Wetterbericht an, würde ich sagen. Da haben wir 91% Regen. Also können wir doch davon ausgehen, dass es wirklich die ganze Zeit regnet. Nein. Also da wird es wohl die ganze Zeit regnen. Also werden wir wohl auch auf ein Regensetup gehen, Leute. Das machen wir eine Zielaufgabe. Und da bietet die wenig Sprit über 3 Runden vorgegebene Zeit ohne des Kehrs. Ohne Kehrs zu verwenden. Zielzeit insgesamt 5 Minuten 47. Okay, das machen wir etwas später. Schnelles Setup. Das wäre komplett Regen. Ideal für nasse Bedingungen. Dieses Setup sorgt für den Abtrieb, was zulässt. Die Höchstgeschwindigkeit geht dafür das Auto, aber mehr Stabilität, Grip in den Kurven verleiht. Dieses Setup ist mit starkem Abtrieb ideal für feuchte Strecken. Ja, ich gehe davon aus, dass wir volle Pulle Regen haben werden. Also gehen wir dahin. Aber wir gucken uns jetzt erstmal ein Video an. Eine Runde Suzuka mit dem Computer. Auf geht's auf eine Runde in Suzuka. Da ist Sonnenschein. Hole für die letzte Schikane schön weit aus, damit du mit möglichst viel Speed auf Start-Ziel kommst. Dies ist eine der weltbesten Strecken für einen Formel-1-Fahrer. Bergab Richtung Kurve 1, Luft anhalten und tapfer sein. Die G-Kräfte sind enorm, wenn die Kurve zumacht. Am Ausgang etwas über die Curbs und jetzt kommt der schwierige Teil. Nimm allen Schwung mit, dann links und rechts und nochmal links und rechts. Wichtig ist, die Richtungswechsel mit hohem Tempo zu erwischen. In diesem Kurvenkomplex darfst du keinen Speed verlieren. Jetzt bergauf Richtung Gegnerkurven. Zieh nach links, sei aber nicht zu gierig und fahr nicht zu schnell rein, sonst schießt du links über die Curbs. 2 Gänge runterschalten, Gegner 2. Nutzt die ganzen Curbs und unter der Brücke durch zu Kurve 11. Halt das Auto gerade und bremst runter in den 2. Gang. Hier geht's bis auf 70 km/h runter. Auf die Traktion achten. Nicht zu viel Curbs am Ausgang. Du brauchst den ganzen Schwung für das Bergaufstück nach rechts Richtung Spoon-Kurve. Du spürst die G-Kräfte am ganzen Körper. Dann anbremsen für die Linkskurve, den ersten Teil der Spoon-Kurve. Dann noch langsamer. Der Scheitel macht zu, aber du brauchst Speed, weil es wieder bergauf bis in den 6. und 7. Gang geht. Und Kehrs einsetzen. Im 7. Gang mit Vollgas auf 130 R zu. Luft anhalten und die ganze Streckenbreite nutzen. Im Rennen ist hier Überholen möglich, aber du musst ganz runterbremsen in den 2. Gang. Rechts einlenken, dann links. Links über die Curbs und am Ausgang die ganze Streckenbreite auf der Außenseite nutzen. Das war eine Runde in Suzuka. Hammerrunde, Leute. Und das bei Regen, das wird der absolute Albtraum für mich. Das, boah. Auf die Strecke rausfahren. Wir üben erstmal, Leute, und gehen später dann auf die Zielaufgabe, die wir haben. Das Problem ist, warum ist es jetzt nicht nass, trocken und in der Qualifikation nass und Rennen nass? Dann könnte ich perfekt das Setup abstimmen. Aber jetzt absoluter Graus, Leute, weil Qualifikation müssen wir eigentlich trocken Setup nehmen, Rennen nass.
Wir dürfen ja nichts umstellen. Das ist ja die nächste Sache. Wir dürfen ja nur die Heck- und Frontspoiler verstellen. Also es wird auf jeden Fall nicht leicht. Ich hoffe trotzdem, dass ich hier ein gutes Rennen hinbekomme. Im Nassen. Ich mag es halt nicht, wenn die Wetterverhältnisse so unterschiedlich gemacht werden von dem Spiel. Aber man muss halt sagen, wir spielen auch auf Expert und vorne blockieren auf jeden Fall schon mal die Reifen. Das ist schon mal klar. Ja, wann ich hier DRS einsetzen kann, werde ich jetzt im Training natürlich überhaupt nicht herausfinden. Mal gucken, ob wir jetzt oben gleich die Kurve auch mit Vollgas bekommen im Regen. Im Trockenen kann man sie mit Vollgas nehmen. Im Regen werden wir uns jetzt überraschen lassen. Ja, geht locker, also brauche ich nicht mal so voll einlenken. Ja, die Curbs werde ich natürlich jetzt auslassen im Regen. Oh, da radiert er aber gewaltig durch. Schilton hat die beste Zeit gefahren. Wir hatten ja gerade erst die Einführungsrunde. Wenn wir so einen Regen im Rennen haben, dann müssen wir auf jeden Fall dieses Setup haben. Sonst können wir es auf jeden Fall voll vergessen. Wo ich schon fast der Meinung bin, dass wir viel zu wenig Topspeed haben, auch für den Regen. Es wird natürlich schwer, dann in der Qualifikation ein vernünftiges Setup zu finden. Wieder selbst hochgeschaltet gerade im zweiten, weil sonst haben wir überhaupt keine Chance. Das hat eigentlich ganz gut geklappt, gerade an ihm vorbei. Na, da sieht man mal, wie schnell wir die wirklich abhängen. Also ich glaube nicht, dass wir so langsam sind. Wie gehabt, ich bleibe beim Training komplett auf der normalen Einstellung, also vom Motormanagement her. 1,48, 1,5 Sekunden schneller. Aber das sind bis jetzt nur kleine Hosenkacker, gegen die wir hier gerade fahren. Ich würde so sagen, drei Runden fahren wir auf jeden Fall. Und dann gehen wir auf die Zielaufgabe oder ich gucke, wie diese Runde ausgeht. Schon wieder gut eine halbe, ja, über eine halbe Sekunde schneller, so wie ich das gerade gesehen habe. Die Kurve ist schwer im Nassen. Der Vorteil ist, wenn wir im Regen nachher Rennen fahren, müssen wir nicht an die Box.
Wir müssen nicht. Ob das wirklich funktioniert, ist die zweite Frage. Auf jeden Fall müssen wir nicht an die Box. Das ist der einzige Vorteil, den wir haben. Eine halbe Sekunde. Jetzt haben wir eine halbe Sekunde. Optimal eigentlich, finde ich. 1:48.369. Fast eine Sekunde schneller wie Hamilton. Und Hamilton ist unser schärfster Konkurrent. In der Kurve muss ich in der Kurve bremsen. Damit kann ich, glaube ich, viel, viel Zeit gut machen. Mal gucken, wie jetzt die Zeit ist, wenn wir gleich durch den Checkpoint fahren. Da sind wir zu weit nach außen gekommen. Das hat auf jeden Fall Zeit gekostet. Und schon wieder eine halbe Sekunde schneller. Entweder die Strecke wird schneller. Oder ich hole wirklich so viel raus aus dem Auto. Aus der Strecke, besser gesagt. Das Auto kann das eh. Voll durchradiert. Volle Lotte. Ich muss in zweiten Gang schalten. Und dann darf ich erst Kers benutzen. Weil sonst lasse ich mehr Gummi auf der Straße, wie ich auf der Räder überhaupt drauf habe. Irgendwann fahren wir dann auf der Felge. So, jetzt müssen wir die Boxen einfach zoomen. Kein Plan, wo die ist. Da nicht. Das sah fast so aus. Ich habe mir gerade gedacht, jetzt da rein. Ja, jetzt haben wir natürlich auch hier mal richtig Zeit gerade verloren. Irgendwo hier muss es reingehen. Ja, hier. Also ich kann in die Box fahren nach Start, also durch die, nach der Zickzackkurve. Da war irgendwie eine Einfahrt. Raikön hat uns geschlagen, habe ich gerade gesehen. Aber das macht nichts. Das macht überhaupt gar nichts. Da lasse ich mich jetzt nicht von irritieren, wenn ich gerade ganz ehrlich bin. Wir hätten auch viel schneller noch fahren können. Aber ich will jetzt erstmal diese Aufgabe machen, dass wir fürs Rennen dieses Update bekommen. Weil, was bekommen wir für das Update? Wir bekommen nämlich erhöhte Stabilität der Hinterachse um 5%. Sehr wichtig beim Rennen, würde ich sagen, wenn es regnet. Also, sollte auf jeden Fall sehr nice sein. So, dann... Ja, wir dürfen kein Kers verwenden. Mal gucken, ob ich mich daran erinnere in 3 Runden lang. Wisst ihr ja selber, habe ich ja im letzten Rennen oder letztes Mal, wo wir das Training hatten, ja auch verkackt beim ersten Mal. So, dann wollen wir mal schauen. Auch Alonso hat uns gestanden, wir sind nur noch Vierter. Sehr schön gewesen. Das war gerade eine nice Kurve. Ganz ruhig, lieber Ferrari. Ganz ruhig bleiben. Komm, Baby. Bremsen leider wieder nach hinten mal gedrückt. Ich weiß nicht, ob es noch an war. Ich will mich jetzt einfach nur mal auf Sicherheit gehen. Mal wieder selbst hochgeschaltet. Ist, glaube ich, besser. Ich habe jetzt nie eine Zwischenzeit gesehen. Leider.
erster Platz. Und ich fand die Runde eigentlich scheiße. Einrollen lassen. Zu früh vorhin wieder in der Kurve gebremst. Ich glaube, diesmal haben wir diese Kurve noch eine ganze Ecke besser genommen. Sind wir wieder top Bestzeit, also Bestzeit in dem Sektor gewesen. Jetzt haben wir wahrscheinlich durch den Fehler gerade alles wieder versaut. Guck mal, wie langsam ich schon bin, Leute. Ich komme hier echt nicht rum. Jawohl. Man muss jetzt wirklich ganz vorsichtig mit dem Gas spielen und dann löppt das. Ich finde, dass wir ein bisschen langsam auf der Geraden sind, aber ja gut, es regnet halt. Immer noch Topzeit. Wir sind aber auch komplett leer getankt. So, jetzt haben wir schon eine halbe Sekunde auf Button 4-2-2 auf Alonso. Vollgas rein. Also jetzt habe ich alle grünen Streifen mitgenommen, die es gab. Jetzt ist aber auch gut hier. Aber da müsste jetzt die letzte Runde sein. Zweite Gang, komm. Sonst radierst du wieder, bis die Großoma da ist. Die Kurve, da rutscht er mehr, als er rumfährt. Das funktioniert noch nicht so ganz toll. Ey, 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 ey. Hauptsache, wir schaffen die 5,47. Wenn wir die Zeit haben, dann haben wir wenigstens das Update. Wenn da nicht wieder was im Werk bei Ferrari in die Hose geht, hatten wir ja auch schon, dass dann in dem Sinne wir das Update nicht bekommen. Das war gerade gut. Einmal nochmal vom Gas gegangen und dann hat es geklappt. Und da haben wir es geschafft. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Hier rein. In der Kurve anbremsen, das ist echt schwer. Und dann nochmal richtig raus beschleunigen. Wir werden gleich nochmal in eine Box gehen. Wir werden gleich nochmal in eine Box gehen. Fünfte Gang kann man die Kurve nehmen. Ich werde gleich nochmal in eine Box gehen und werde das Setup ein weiter runterstellen. Einfach aus dem ganzen Grund. Ich will gucken, was das bringt. Wir waren ja auf der letzten Strecke in den Kurven auch langsamer wie die anderen. Waren dafür aber eine ganze Ecke auf den Geraden schneller. Dadurch ist keiner an uns vorbeigekommen. Zwar war das trockenes Wetter, ich weiß. Aber man braucht ja irgendwas, wie wir nachher den Gegner zurückhalten können. Hier hauen wir jetzt mal das ganze Kers durch.
Und da hätten wir schon wieder eine Top-Zeit. Also wir würden uns jetzt wieder verbessern. So, und hier müsste jetzt die Einfahrt sein. Jawohl. So. Also ich bin echt der Meinung, Leute, wir gehen nochmal ins Setup zurück. Was haben wir jetzt bis jetzt aufgenommen? Ich müsste da einmal auf meine Uhr gucken. Das ist doof an meinem neuen Telefon. Man muss das jetzt immer wieder anmachen, das geht aus. 2046, also shit, egal, wenn ich ganz ehrlich bin. Wir gehen jetzt nochmal bei und hauen nochmal das andere Setup rein. Gucken uns nochmal ganz kurz die Reifen an. Was sagen die Reifen? Ich möchte eigentlich. Bei den momentan herrschenden Verhältnissen würde ich an deiner Stelle Regenreifen aufziehen. Ja, ja, wir haben noch Einsatz Regenreifen. Ich weiß es nicht, Leute. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Wir haben in der Quali, müssen wir mit trockenen Reifen fahren. Deswegen, schnelles Setup, ein bisschen trocken daneben, fliegende Runde. Ich würde die anderen zwei Reifen lassen. Mit den angefahrenen Reifen müsstest du eigentlich früher pushen können. Ja, ja. Ja, ja, werden wir sehen. Wir werden jetzt mal probieren. Die hohe Topgeschwindigkeit ist auf jeden Fall eine ganze Ecke höher. Ja, ja, Sektor 2. Wen interessiert Sektor 2? Fühlt sich bis jetzt besser an, auch mit blank gefahrenen Rädern, aber wir müssen die Zeiten uns anschauen. Oh, da habe ich es verpackt. Ja, wir haben jetzt eine halbe Sekunde verloren, oder was? Kann doch jetzt ein Scherz sein. Aber an den Reifen. Ich finde das nicht besser, das Auto. Und wir sind eine ganze Ecke schwerer. Wir haben so 10 Runden Sprit drin. Wir können da gar nicht nachgehen. Einfach vom Gefühl sage ich, wir nehmen dieses Setup hier. Oh, da habe ich viel zu spät gebremst. Wir gehen rein in die Box. Ich nehme dieses Setup, Leute. Und dann gehen wir damit in die Quali. Hose wie Jacke oder Jacke wie Hose. Spielt doch keine Rolle. Das Gefühl ist eindeutig besser. Ja, und wir haben ja zum Schluss sogar noch aufgeholt. Also, Top Speed sollte man nicht unbedingt unterschätzen. Gerade weil die Qualifikation trocken ist. Ich weiß wirklich nicht, was ich machen soll. Solche Qualifikation. Ich könnte natürlich jetzt auch mal beigehen und einfach auf Trocken-Setup gehen, oder? Wir gehen nicht komplett auf Trocken, sondern dahin. Und probieren das jetzt einfach aus. Fliegende Runde. Nicht voll trocken, ein zurück. Und probieren einfach mal so. Mal gucken, was passiert. Einfach mal gucken. Wir haben eine Qualifikation, die ist im Trockenen. Einfach mal schauen. Nicht vergessen, wir haben für 10 Runden Sprit drin. Oh,
Zu weit rauskommen, da war ich zu schnell. Da wollte ich zu viel, das liegt nicht am Setup. Das geht auch. Ja, und wir sind in der Quali gleich nicht das reine Opfer, weil es trocken ist. Wo ich gleich sagen werde, ich werde gleich im Quali auf jeden Fall bis ans Limit die Reifen strapazieren, also so lange fahren, wie es geht in Q1. Alleine, um das Gefühl dafür zu bekommen, wie es im Trocken ist. Jetzt schaffen wir aber viel mehr Topspeed, Leute. Viel, viel mehr Topspeed. Das sind fast 15, 20 km/h mehr. Und das ist im Rennen ein gewaltiger Unterschied. Ja, Leute, die Reifen sind auch völlig gar. Die Runde nehmen wir jetzt noch mit. Aber jetzt hier nicht so brackern, sondern um mich einfach an das Setup ein bisschen zu gewöhnen. Die Räder drehen jetzt durch, es ist klar, sie sind fertig mit der Welt. Ja, jetzt sind sie fertig. Man merkt, die drehen nur noch durch. Aber ich werde es probieren, Leute. Ich gehe jetzt das volle Risiko ein, um im Regen nachher mit dem Trockensetup zu fahren. Was anderes bleibt mir einfach nicht. Ich so schön viel mehr Topspeed drauf. Damit kann ich die Gegner schön hinter mir halten. Und natürlich auch im Gegensatz viel besser überholen. Ich kann jetzt nochmal auf Fett stellen, dass wir jetzt hier nochmal sehen, den Topspeed. Und guckt euch das an. Knapp 300. Vorhin 280 gerade so. Das ist besser. Das sind 20 km/h. Und ich glaube, mit den 20 km/h können wir uns besser zu Wehr setzen, als wenn wir das andere nehmen. Auf jeden Fall werden wir mit dem Setup Quali und Rennen fahren. Gehe jetzt voll das Risiko ein. Wenn ich kein Risiko eingehe, Leute, dann kann ich auch die Weltmeisterschaft gleich in eine Tonne treten. Wir sind schon in Suzuka. Und so viele Rennen sind es auch nicht mehr. Das muss man eindeutig sagen. Und ich möchte unbedingt die Weltmeisterschaft gewinnen. Gut. Einmal noch das Klassement für euch. Und ich sage vielen, vielen Dank fürs... Halt doch die Gusch. Ich sage nochmal vielen, vielen Dank fürs Einschalten bei Formel 1 2013 im Training bei Suzuka. Und wir hören uns in der nächsten Folge wieder bei der Qualifikation. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.